Ich werde ein ganzes Land zu Fuß durchqueren. Deshalb sind wir hier jetzt an der Grenze von Belgien und Luxemburg. Jetzt bin ich in Luxemburg. Jetzt bin ich in Belgien. Und wir werden jetzt die vollen 50 Kilometer zu Fuß laufen. Let's go. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, haben wir drei Challenges unterwegs zu erledigen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die erste an. Trag die Fahne samt Mast bis ins Ziel. Wir haben hier extra dafür einen riesigen Fahnenmast. Das hier ist die Fahne. Das wird ja anders geil. Die ist riesengroß. Ach du Scheiße. Digga. Das wird anstrengend. Rudel starten, würde ich sagen. 11 Stunden, entspannte Sache. Steht da 11 Stunden? Let's go. Das ist ja auch legit einfach wieder eine der dümmsten Ideen überhaupt. Das ist geisteskrank. Und da waren wir, vollgepackt bis unter die Zähne, stürzten uns in ein Abenteuer, dessen Ausmaße wir uns noch nicht bewusst waren. Digga, wir sind gerade mal 5 Minuten unterwegs und meine Schulter tut jetzt schon weh von dem Fadenmast. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber was erwartest du auch von so einem 6-Meter-Ding, dass es irgendwie nicht auf den Schultern wehtut? Das ist ja obvious. Wie gesagt, wir hatten keine Ahnung, was wir machen und direkt nach dem Start. Das ist jetzt scheiße. Da vorne, ihr seht die Pfütze. Mich hat's erwischt. Es ist hier komplett reingelaufen. Mein linker Fuß. Kilian hat jetzt nasse Füße und wir haben noch 10 Stunden vor uns. Das ist ja wirklich jetzt scheiße. Das ist ja wirklich ein Nest jetzt. Daumen lass jetzt dafür ein Like da. Die erste Stunde ist vorbei. Wir haben nur noch 10 Stunden zu laufen. Das Wasser links tropft immer mehr rein. Also mir geht's gut. Ich bin höchst motiviert, Digga. Wir ziehen das durch. 10 Kilometer. Warte, 20% sind das, ne? Ja. Geil. Bruder, ist das kalt. Kannst du es mir hinten reinschieben? Klar doch, ja, ein bisschen. Ja, so ist richtig. Und dann kam das erste Problem. Google Maps ist auch so dumm, Digga. Die wollen, dass wir jetzt über diese Straße laufen. Also wirklich, das sind lebensmüde Straßen. Deshalb müssen wir jetzt einen Umweg durch den Park nehmen. Das dauert alles länger. Das ist wirklich mittlerweile anstrengend. Nach so den ersten, wie viele Kilometer haben wir? 12. So nach den ersten 12 Kilometern kommen wir jetzt zu einem ersten kleinen Tief, weil die Füße wirklich wehtun. Wir machen so in 5 Kilometern oder so die erste richtige Pause. Aber dann kommt auch schon die nächste Challenge, die uns erwartet. Anschließend ging es zu Burger King, denn ich muss auch mittlerweile so anders dringend auf Toilette. Boah. Es geht weiter. Okay, Leute, wir haben uns ein bisschen was zu essen besorgt. Setz dich, mein guter Herr. Wir setzen uns. Ah. Boah, ist das eine Nackenfreiheit. Alter, ich bin ein neuer Mensch. Das ist eine Geschichte, die ich meinen Kindern erzählen werde. Der wird da auf meinen Schoß sitzen. Ich werde sagen, ich bin an einem Tag durchgelaufen. Und deswegen schaffen wir das auch genau heute. Mein Großvater sagte immer, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und wir tun jetzt ein bisschen mehr als 1000 Schritte, ne? Auch mal ein bisschen die Komfortzone verlassen. Diese Pause war fucking wichtig, weil ich habe jetzt wieder richtig Fettenergie. Jetzt wird die Flagge gehisst, Digga. Ich habe richtig Bock. Es geht wieder weiter. Wir nahmen also unsere Beine in die Hand und kamen der Hälfte immer näher. Ihr müsst euch vorstellen, nur damit wir nach Luxemburg gekommen sind, mussten wir gestern, weil ein Baum auf die Schienen gefallen ist, 10 Stunden statt 4 Stunden nach Luxemburg reisen. Ist wirklich crazy, was wir für einen Aufwand auf uns genommen haben. Also abonniert schon mal diesen Kanal, einfach für diese geile Power. Ihr könnt jetzt auch mal in den Kommentaren raten, was ihr denkt, wie viele Schritte wir am Ende haben werden. Kilian, was sagst du? 60.000. Ich sag 54.317. Wir sind jetzt im Zentrum Luxemburgs, in der Hauptstadt Luxemburg. Ja, das sieht toll aus. Wow. Ich sage euch ganz ehrlich, noch sehe ich mich nicht an der Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg. Also mir scheint das noch viel zu weit weg. Ich habe keinen Plan, ob wir das schaffen. Wir haben erst 19 Kilometer. Du musst dir vorstellen, es fehlt noch über die Hälfte. Und ich bin jetzt schon am Arsch. Entspannte Sache. Doch wir ließen uns nicht klein machen. Digga, ich schwöre dir, Kian, wie gerne würde ich eins dieser Fahrräder nehmen und damit jetzt fahren, anstatt weiter zu wandern. Das ist verlockend. Aber nein, 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 nein. Wir wandern heute schöne 20 Kilometer noch. Oder 30? 30. Dann hatte Kian einen Anfall. Oh mein Gott, kommst du jetzt weiter? Digga, ich bin so... Schau das ehrlich jetzt. Lass mal 2 Minuten sitzen. Oh mein Gott, wie das sich gut an. Das ist unglaublich. Digga, ich mein's ehrlich, ich kann nicht mehr lange. Ah, wow, wow. Digga, meine Waden. Arsch. Es ist so am Arsch, Alter. Wir werden high dabei, weil wir so am Arsch sind. Digga, wie du mitbekommen würdest, was wir für dumme Scheiße da haben. Wir haben nichts gegessen. Nichts. Es reicht. Ey. Hör's auf. Kilian, hast du Bock, dir diese 50 Euro zu verdienen? Sag ich nicht, nein, so sag ich dir so, wie es ist. Du kriegst diese 50 Euro, wenn du den nächsten Kilometer komplett rückwärts läufst. Also ich sag dir so, wie es ist. Eben als ich gefilmt habe, war anstrengend, darüber zu laufen und es hat wehgetan, aber ich mach's trotzdem. 50 Euro, easy. So laufen? Ja. War ich gut? Ja, machst du super. Das Ding ist halt, du siehst halt auch keine Straßenschilder, ne? Ich sehe gar nichts, Digga. Ich merke das jetzt schon, dass das anstrengend ist, wirklich. Weil dein Körper ist nicht gewohnt, rückwärts zu laufen. Mit dem Song schaffe ich's, ich sag's dir. Ja, ich schaff das. 400 Meter, nee, 600 Meter. Digga, das sieht so dumm aus. Wirklich, das beschreibt meine Karriere. Geht nur herab. Oh, es ist echt, es ist härter. Ehrlich, es geht so auf die Bahn, aber oben auf die Bahn. 10 Meter, ich hab's.
23, wir haben 15 Minuten dafür gebraucht. Okay, Kilian, seid ihr 50 Euro verdient. Abonniert, Noel. Und dann war es endlich soweit. Leute, ich stehe jetzt hier und wir haben die Hälfte geschafft. Digga, das ist so ein Segen, jetzt wieder sitzen zu können. Ah, mein Rücken, wortwörtlich, ich ziehe meinen Hut vor allen Wanderern. Der Witz war gut, oder? Haut euch auch mal diese fucking Schweißflecken an, Digga. Dabei habe ich einen scheiß Sportlang am Schritt. Wir haben zwar jetzt die Hälfte geschafft, das heißt aber gleichzeitig, dass jetzt gleich die zweite Challenge kommt. Es ist Zeit für die zweite Challenge. Lauf die nächste halbe Stunde nur barfuß. Digga, ist das dein Ernst? Du bist am Arsch, ich sag's so. Ist das dein Ernst? Das ist das Schlimmste, was jetzt eigentlich passieren kann. Egal, ich zieh's durch. Ah, ist das kalt. Jetzt mal ehrlich, hat das wirklich irgendwelche gesundheitlichen Probleme, dass du das machst? Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt danach ziemlich fett erkranken werde. Aber warte, auf dem Boden ist es gerade angenehmer als mit Schuhen. Echt? Außer, jetzt? Dass es kalt ist. Liebe Firmen, an dieser Stelle könnte Ihre Werbung stehen. Stattdessen sehen Sie jetzt ein paar nackte Füße. Geil. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt eine Blase hole oder mich irgendwie verletze, dann sind wir am Arsch. Dann kommen wir nicht weiter, wir werden es nicht schaffen. Langsam entwickelt sich diese Kälte auch zu einem Schmerz. Es ist auch nicht mehr lustig, Digga. Es ist auch nicht mehr lustig. Manchen Menschen muss man auf einmal Steine in den Weg legen. Digga, verpiss dich. Lass es. Ah, Digga, ich bin voll auf den fetten Ast getreten. Du bist so eine. Lass es jetzt. 3, 2, 1. Heilige Scheiße, Digga. Mutter Maria, lecko mir um euch. Boah, ist das gut. Wenn ihr jetzt noch nicht das Video geliked habt, dann weiß ich auch nicht, was mit euch falsch ist. Was darf auf einer Wanderung nicht fehlen? Natürlich eine Mundharmonika. Das hört sich absolut scheiße an. Das hört sich richtig gut an. Och nö, Digga. Oh nö. So habe ich mir dieses Wandern vorgestellt. Wir sind im urigsten Wald, Digga. Digga, was ist das jetzt auch für ein bodenloser Berg, Digga? Ich schwör's dir. Langsam könnten wir auch mal nach Hause, Kilian. Ihr müsst wissen, wir sind so am Punkt. Das ganze Blut wird in unsere Muskeln gepumpt, weil wir es da brauchen. Das Gehirn verliert an Blut und deshalb sind wir gerade richtig dumm. Digga, das sieht richtig krass aus, das Bild. Ja, ich kann auch nicht wissen, wie du schwimmst. Also ich sag, das ist Freiheit. Wir haben noch 15 Kilometer und 3 Stunden. Ich bin so am Arsch. Ich habe noch nie so krasse Beinschmerze gehabt wie gerade. Gebt euch diesen Sonnenuntergang. Das ist tatsächlich auch bisher das einzig Geile auf dieser Tour. Ich schwöre es dir. Ich kann nicht mehr gerade laufen. Ich kann auch nicht mehr gerade laufen. Leute, ihr müsst überlegen, die Autos, die hier fahren, die sind in 10 Minuten in Deutschland und das ist kein Witz. Und wir erst in 2,5 Stunden. Das ist so dumm. Okay, Leute, mittlerweile ist es so dunkel, dass wir eine Warnweste gebrauchen können. Wir sind heute von Belgien gestartet. Bin von Belgien? Ja, guck mal hier. Ich laufe seit 7 Stunden 45 laufe ich. What? Ja. Wow, bravo. Wir wollen das einmal durchqueren an einem Tag. Das könnt ihr doch schaffen. Das schafft ihr. Danke. Danke. Aber, ja. Okay. Ciao. Ciao. Dann begann das Desaster. Ohne Witz, jetzt ist wirklich der abgefuckte Scheiß. Wir haben kein Licht. Wir haben einen Reflektor. Ich bin komplett schwarz angezogen. Es kommen immer wieder Autos. Also jetzt ist halt auch lebensgefährlich. Also das ist ja kein Scheiß. Ah, Digga. Scheiße. Langsam, wir humpeln. Ich sag das so mit Humor, aber ich schwöre dir, gerade ist der schlimmste Punkt überhaupt. Körperlich bin ich gerade richtig an meiner Grenze. 9,8 Kilometer. Heilige Scheiße, wir sind unter 10 Kilometer. Ja! Ich laufe auch nur noch, weil ich laufen muss. Mittlerweile gab es keinen Seitenstreifen mehr. Wir mussten bei kompletter Dunkelheit neben der Leitplanke laufen. Autos fuhren mit weit über 100 an uns vorbei und wir hatten durchgehend Angst, angefahren zu werden. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir hätten sterben können. Wir haben nicht mal mehr einen Seitenstreifen. Hier ist die Linie und wir müssen jetzt im Graben laufen. Wo schickt uns Google Maps hier hin? Das ist anders lebensmüde, was wir hier gerade machen müssen. Mach das nicht nach. Meine Waden haben gerade eben angefangen zu zittern. Digga, 5,7 Kilometer, es ist so geisteskrank, vier noch. Okay, Leute, letzte Challenge. Es sind nur noch 5 Kilometer vor uns. Lauft die letzten 5 Kilometer ohne etwas zu trinken. Ach du Scheiße. Geil, wir trinken das hier jetzt noch leer. Das tut so fucking gut, Digga. Das können wir die nächsten 5 Kilometer nicht mehr. Ab jetzt ohne Trinken. Mein Kopf macht gerade nur noch, dass ich laufe. Aber ich kann es euch in diesem Video nicht rüberbringen, weil wir sind so am Arsch, Digga. Es tut so fucking weh. Wir müssen jetzt hier auf einem halben Feld laufen, weil es keinen Seitenstreifen mehr gibt. Die letzten 5 Kilometer waren mit Abstand die schlimmsten. Wir hatten Schmerzen ohne Ende, kein Wasser und mussten in einem Graben neben der Straße laufen. Es ist ja so eine scheiß
Pisse. Du hast ja auf jedem Meter Angst, dass du überfahren wirst gleich von einem scheiß Auto. Und auf einmal kam die Polizei. Digga, die Polizei kommt jetzt. Polizei wird uns jetzt. Yeah, geil. Die sind gerade runtergebremst, die werden jetzt umdrehen zu uns. Die stehen jetzt da links um die Ecke und gleich ist es dann soweit, weißt du, ja? Ja. Was sagen wir denen? Ja, wir wollen nach Deutschland, Digga. Wir wollen nach Deutschland. Ja, die stehen um die Ecke und nehmen uns das Hopsi. Die Polizei steht hier links in der Ecke und wir sind einfach stehen geblieben, um die Autos auf unschuldig durchzuwinken. Wir haben Glück gehabt, die haben einen Einsatz bekommen. Die haben einen wichtigeren Einsatz bekommen, als uns runterzunehmen. Digga, wären wir jetzt weitergelaufen, die hätten uns hops genommen und wir hätten die restlichen 1,5 Kilometer nicht zu Fuß machen können. Und dann war es soweit. Digga, du weißt selber, das ist die Brücke. Das ist die Brücke, Leute. Mitten auf dieser Brücke ist die Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg. Nach 53 Kilometern, Schmerzen über den ganzen Körper, ohne Wasser in der letzten Stunde, sollten wir es endlich schaffen und ein ganzes Land zu Fuß durchquert haben. Okay, Leute, damit haben wir jetzt ein fucking Land durchquert, Digga. Wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht, Digga. So eine krasse Reise, ehrlich jetzt. Ey. Macht die Kamera aus. Dafür müsst ihr jetzt einfach mal abonnieren. Teilt dieses Video mit all euren Freunden. Hier werden keine halben Sachen gemacht. 64.000 Schritte.